Hallo bei Bildner TV. Wenn ihr in Excel mehrere Tabellenblätter habt, dann kennt ihr das Problem sicherlich. Ihr wollt die Tabellenblätter ausblenden, müsst aber mühsam jedes einzeln für sich auswählen und ausblenden. Das muss nicht sein, mit einem kleinen VBA-Trick geht das ganz schnell, auch für die Leute, die kein VBA können. Schaut's euch an! Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und heute möchte ich euch mal wieder einen kleinen Trick für Excel zeigen und dazu benötigen wir VBA, Visual Basic for Applications. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht unbedingt VBA können, damit ihr das nachvollziehen könnt. Ihr müsst eigentlich nur den Code übernehmen, den ich euch zeige. Und das kann wirklich jeder. Und genau für solche Leute ist übrigens unser VBA-Kochbuch gedacht. Denn da drin habt ihr viele, viele solcher VBA-Tipps, wie ich sie euch jetzt gerade gleich zeigen werde. Auch da drin in dem Buch findet ihr viele solcher Tipps, die ihr einfach nur kopieren und übernehmen könnt. Im schlimmsten Fall müsst ihr einfach nur ein, zwei Variablen anpassen, aber das ist überhaupt kein Problem für jemand, der sich ein bisschen in Excel auskennt. Ja, und damit ihr seht, dass sowas auch wirklich ganz einfach ist, zeige ich euch mal das an dem Beispiel, das vielleicht einige von euch brauchen können, nämlich wenn ihr viele, viele, viele Tabellenblätter habt. Ihr kennt das vielleicht, ich habe hier mal eine Excel-Tabelle, um das zu zeigen. Und ihr seht, ich habe hier einfach mal 8 Tabellenblätter gemacht. Da steht jetzt nichts Besonderes drin. Es geht jetzt hier überhaupt nicht um den Inhalt. Aber wenn ihr die jetzt ausblenden wollt, dann müsstet ihr hergehen, Rechtsklick, ausblenden. Das nächste. Rechtsklick, ausblenden. Rechtsklick, ausblenden. Zigmal wiederholen. Weil ihr könnt immer nur ein Tabellenblatt nach dem anderen ausblenden. Ja, aber mit einem einfachen Makro, das wir selber in VBA programmieren, können wir das ganz schnell mit nur einem Mausklick erledigen. Damit ihr Zugriff auf eure Makros habt und auch auf VBA, solltet ihr die Entwicklertools aktivieren. Das habt ihr ja schon bei mehreren Videos zum Thema VBA von mir kennengelernt. Also hier oben die Entwicklertools. Wenn ihr sucht, am besten irgendwo in einem Menü, in der Menüleiste, Rechtsklick, Menüband anpassen und dann hier auf der rechten Seite sucht euch die Entwicklertools. Hier findet ihr sie, einschalten und OK. Und schon habt ihr die Entwicklertools. So, und wir brauchen jetzt ein Makro. Ist übrigens vollkommen egal, in welcher Tabelle, auf welchem Tabellenblatt ihr euch hier befindet. Und ihr gebt das Ganze in den VBA-Editor ein und den öffnet ihr ganz einfach, indem ihr die Windows-Taste und Alt gedrückt haltet und F11 dazu drückt. Also Windows-Taste Alt, F11. Und jetzt haben wir schon unseren VBA-Editor. Wenn ihr noch keinerlei Makros habt, dann fehlt hier etwas, nämlich da fehlen hier Module. Da geht ihr einfach auf Einfügen, Modul, das war's schon. Jetzt habt ihr hier ein Modul. Vollkommen egal in welches Modul, wenn hier Modul 1, 2, 3, 4 steht, vollkommen egal, in eins dieser Module kommt unser Code rein. So, ich bin jetzt faul, ich schreibe den jetzt nicht komplett, sondern ich habe ihn mir vorher auch schon mal geschrieben und habe ihn jetzt hier einfach mal schnell in Word. Ich kopiere den einfach jetzt schnell rein, dann muss ich das Ganze nicht schreiben. So. Also fügen wir das Ganze ein und dann schauen wir uns das auch mal schnell an. Also, mein Makro oben Subblätter ausblenden. Heißt jetzt, mein Makro hat den Namen Blätter ausblenden. Dann lege ich hier eine Variable fest, die mit Worksheets, also mit meinen Arbeitsblättern übereinstimmt. Und dann fängt etwas an mit for each und wenn ihr nach unten schaut, kommt dann ein next Blatt. Wir haben hier eine Schleife und zwar mit dem for each Blatt in Sys Workbook Worksheets lege ich fest, dass er das jetzt so oft wiederholen soll, wie oft es Tabellenblätter gibt. In der nächsten Zeile steht if, wenn. Das ist im Grunde ein wenn-dann. Wenn der Blattname ungleich ist dem aktiven Blattnamen, ungleich ist dieses größer als, kleiner als Zeichen, also wenn es ungleich ist, dann soll er Folgendes machen, und zwar er soll die Blattsichtbarkeit, Blatt Visible, auf Hidden setzen. Ihr seht Excel-Sheet Hidden. Er soll es verbergen.
dann ist mein If vorbei und dann kommen wir Next Blood. Das heißt, er geht wieder nach oben zu dem For und wiederholt das Ganze. Also das macht er so oft, so viele es Tabellenblätter gibt. Und das ist alles. Also er geht einfach rein, schaut, wie viele Tabellenblätter gibt es, so oft wiederholt er das Ganze. Er benennt dann jedes Tabellenblatt, er benennt es nicht um, sondern er verbirgt jedes Tabellenblatt, außer es handelt sich um das aktive Tabellenblatt. Und dann, ja, endet unser Makro. Endsub. Ja, das könnt ihr 1:1 so abschreiben und kopieren. Ja, und ich denke, ich mache es euch noch leichter. Ich schreibe es einfach unten in den Beschreibungstext unter das Video. Und wer ein bisschen VBA-Kenntnisse hat, der findet sich da leicht zurecht. Und wenn ihr sagt, hey, ich kenne VBA überhaupt nicht, kein Problem. Wie gesagt, ihr müsst es nur kopieren und einfügen. Das ist alles, was ihr können müsst. Ja, und dann schauen wir uns auch gleich mal an, wie es funktioniert. Ich muss den Editor nur schließen. Ihr braucht hier gar nicht speichern. Ihr braucht einfach nur rechts oben auf das X und den schließen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier mehrere Tabellenblätter. Ich gehe jetzt mal aufs Tabellenblatt 5. Das ist jetzt aktiv. Und um das Makro auszuführen, gehe ich auf Entwickler-Tools, Makros. Und ihr seht, hier ist jetzt mein Makro Blätter ausblenden. Ich zoome mal ran. Und dann müsst ihr nur rechts auf Ausführen klicken. Also das Makro anklicken, wenn hier mehrere sind, und dann auf Ausführen. So, das machen wir. Ausführen. Und ihr seht, zack, unten sind alle Tabellenblätter verschwunden. So, und mit dem Rechtsklick auf das Tabellenblatt kann ich jetzt natürlich wieder einblenden. Und dann suche ich mir das Tabellenblatt aus, das ich einblenden möchte. Und ihr seht, jetzt kann ich hier wieder die, die ich brauche, nach und nach wieder einblenden. Ja, und jetzt werdet ihr sagen, ja, ist ja toll, jetzt kann ich alle mit einem Klick ausblenden. Aber zum Einblenden muss ich jedes nach und nach wieder anklicken. Na gut, ich bin nicht so, ich gebe euch auch das VBA-Makro, mit dem ihr alle mit einem Klick wieder einblenden könnt. Aber davor noch ein Hinweis auf unser Gewinnspiel. Wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, dann nehmt ihr automatisch bei unserem wöchentlichen Gewinnspiel teil. Gewinnen könnt ihr ein Buch zu eurer freien Auswahl aus unserem Bildner Verlagsprogramm. Also lasst einen Kommentar da. Ich freue mich auch drüber. Auch wenn ihr Fragen oder Wünsche, Anregungen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert uns und klingelt das Glöckchen. Ja, und wie versprochen, jetzt wollen wir natürlich noch das Makro, um wieder alle einzublenden. Auch da war ich faul und habe es schon mal in Word gespeichert. So. Das sieht fast genauso aus. Ich gehe das auch gleich nochmal durch. Ist klar, macht ja auch fast dasselbe. Statt ausblenden, nehme ich jetzt nun einblenden. Und das habe ich jetzt kopiert. Auch hier öffnen wir jetzt wieder unseren VBA-Editor mit Windows-Taste Alt und F11. Und jetzt geht ihr einfach unter euer vorhandenes Makro. Ihr könnt auch gerne eine Zeile freilassen, fügt das nächste ein. Und er sieht, da wir hier ein End-Sub haben und ich ein neues Sub beginne, kommt so ein Trennstrich rein. Da erkennt er, hier beginnt ein neues Makro. Dieses Makro heißt jetzt Blätter einblenden, erste Zeile. Dann, ich setze wieder eine Variable, die ich Blatt genannt habe. Man könnte dieses Blatt auch durch jedes andere Wort ersetzen. Also ich könnte Variable 1 nehmen oder XYZ, vollkommen egal. Aber ich setze die Variable Blatt gleich mit meinen Arbeitsblättern. Und in der nächsten Zeile beginnt wieder eine Schleife. Und zwar, er sagt, es soll jetzt so oft findet diese Schleife statt, wie es Tabellenblätter gibt. Und was er macht, er setzt jetzt einfach, das ist dann die vierte Zeile, Blatt Visible ist gleich, das wird auf Visible gesetzt. XL Sheet Visible. Also alle Blätter, die es in dieser Mappe gibt, werden wieder auf Sichtbar gesetzt. Und dann wird diese Schleife wiederholt, dass es so oft passiert, so viele Tabellenblätter es auch gibt. Und dann sind wir schon am Ende. Also ein ganz simples, kleines Makro. Auch das müsst ihr einfach nur 1:1 hier reinkopieren. So. Ich beende das Ganze.
Und dann schauen wir uns das an. Ich gehe wieder auf Entwicklertools, Makros. Ihr seht, jetzt habe ich hier schon zwei Makros herinnen. Und jetzt nehme ich Blätter einblenden und lasse es ausführen. Und achtet mal unten auf meine Tabellenblätter. Zack, alle 8 Stück sind mit einem Klick wieder da. Ja, also zwei sehr einfache Makros, die wirklich auch simpel zum Programmieren sind. Und wie gesagt, ihr müsst auch gar keine Programmierkenntnisse haben in VBA. Ihr kopiert euch einfach die beiden Skripte, die ich euch auch nochmal unten in die Beschreibung reinschreibe, einfach rein und schon könnt ihr das Ganze anwenden. Wichtig ist noch eins beim Speichern. Ihr habt Makros erstellt, das heißt, ihr müsst eure Datei mit Makros abspeichern. Ich zeige das auch noch schnell. Also ich gehe auf Datei, Speichern unter und hier oben, ihr seht, das heißt bei mir Tabblatt ausblenden und ist im Moment einfach nur eine einfache Excel-Datei. Aber da müsst ihr die weiteren Optionen einschalten. Und hier bei Dateityp, da gibt es unter dem Standardpunkt Excel-Arbeitsmappe, gibt es Excel-Arbeitsmappe mit Makros. Das müsst ihr auswählen, denn sonst werden eure Makros nicht mitgespeichert. Und diese Makros gibt es jetzt nur in dieser einen Excel-Datei. Also ihr seht, viele dieser Skripte, da muss man nicht unbedingt selber programmieren können, selber VBA können. Es reicht, wenn einem die sozusagen vorgekaut werden und ich kann die einfach reinkopieren. Und genau dafür ist eben unser VBA-Kochbuch gedacht. Deswegen auch dieser komische Name. Im Grunde habt ihr da viele, viele Rezepte zu VBA drin, die ihr einfach eins zu eins nachkochen könnt, sprich einfach kopieren und einfügen. Also schaut es euch mal an, sind viele praktische Dinge dabei. Ja, und viele praktische Dinge zeige ich euch auch im nächsten Video zu Excel oder auch VBA. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß, euer Andi, ciao.